Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Uncharted 4. Wie sehen, wir haben jetzt Untertitel drin, weil der Sound ja doch teilweise leise ist. Gut, das verstehen wir eh nicht, aber immerhin. Eben, das war das Problem bei Uncharted 1 bis 4, das sich jetzt so durchzieht. Dass man die Stimmen teilweise relativ schlecht hört. Hey. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo. Wie lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo. Schnauze. Hey, Vargas. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Hey, hey. Tranquilízate. Ja, ja. Ja, das Publikum liebt mich. Das glaube ich. Gut. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus? Te lo advertí. Pero no escuchaste. Was zur Hölle? Ist das für ein Raum? Alter, was? Ey, was macht ihr mit dem? Bist du behindert oder so? Oh, ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ist ja gut. So, wohin? Dahin? Nein. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Hauptsache mich erstmal dahin laufen lassen. Spacko, ey. Schmieriger, ekelhafter Typ. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Nein, natürlich nicht. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Wodurch? Dadurch? Ach nö, komm schon. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf?
klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Bricht dir nicht den Hals? Ja, habe ich nicht vor. Okay, alles klar. Ja, hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Gut. Ist direkt wieder das gewohnte Uncharted-Feeling da. Und hüpf. Ja, natürlich. So, bei den Kisten. Was für Kisten? Kisten, Kisten. Kisten, Kisten. Hier, was haben wir hier? Bingo. Und weiter geht's. Perfekt. Ich hätte jetzt eher mit einer Waffe gerechnet, aber gut, so ein Ding ist auch okay. Damit wird es klappen. Was mache ich damit? Okay. Da ist die Zelle. Da wollen wir hin. Hä? Okay, los geht's. Auf geht's. Hui! Okay, jetzt müssen wir ein bisschen um die Kurve denken. Wow! Oh shit! So. Runterrutschen. Mit dem Seil am Pfosten. Vielleicht. Wow. Was für Kombinationen wir hier raushauen. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Apropos Sam, wo ist der eigentlich? So, und darüber. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Ja, das wird wohl nicht so einfach werden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Oh je. Wobei, nee, wir können ja darunter. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Schwer zu glauben, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier, okay, darüber. Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind? Nee. Hä? Gut, perfekt. Und tschüss. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja, ziemlich. Kann man so sagen. Oh Mann, Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Oh, ihr Sweet. Okay, wo fange ich an? Gute Frage. Wahrscheinlich haben wir hier irgendein Rätsel vor uns. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Okay, die Sonne. Das ist die andere Hälfte. Also dann. Was? Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion.
Okay, wir haben so ein Sonnenmond-Dings und einen Pfeil nach schräg oben und einen. Okay, das ist kompliziert. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das Symbol dazu suchen. Und die römische Zahl 2. Ah, nein. Habe ich was auf dem Brief übersehen? Ah, hier oben. Schütze. Römische 10. Schütze 10 und das Ding L. Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Wo ist die 10? Da ist die 10. Römische 10. Nichts. Hä? Was stand nochmal im Brief? Hä, aber das stimmt doch. Sonne, Mond, Dingsbums, 10 und 11. Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Okay, dann probieren wir es halt mit der römischen 2. Die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. 10 plus 2 macht 12. Sollen wir vielleicht mal irgendwie die 12 drücken oder so? Aber ich sehe hier keine 12. Ah, da, die 12. X und II. Sieh sich das einer an. Digna factis recipimus. Was soll das heißen? Das muss es sein. Dann mal zurück. Okay. Ja, wie kommen wir jetzt hier raus? Durch die Tür? Okay, scheint zu funktionieren. Komplett runter? Nee, oder? Ah, doch, scheinbar schon. Wow, 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 wow. Vorsicht. Okay, jetzt müssen wir wieder runter. Dann rüber jumpen. Oh! Das kriegt Rafe niemals hin. Wer zur Hölle ist Rafe? Auf Wiedersehen, Schulter. Erst Vargas. Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ich weiß auch nicht, was für einen Anteil er will. Aber wie erklären wir ihm jetzt, dass wir was haben, aber das nicht für ihn bestimmt ist? Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Oho. Perfekt. So muss es laufen. Ja, bis jetzt läuft es ja ganz geschmeidig hier.
Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na, kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. Fast so gut wie ich. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo. Willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Rafe finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Komm schon. Wie du sagst, wir waren das. Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Ray, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Das ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay? Einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ah. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Ich... Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen
Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, ¿vas tú vas? Tú no te metas. Ok. Yes, baby. Nein, 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 nein. Friss meine Faust. Oder mein Knie. Auch okay. Boom. Boom. Oh, fuck. Zwei. Wow, Teamwork. Du Arschloch. Dich habe ich eh gefressen, du blödes Stück Scheiß. Haha, Teamwork ist hier wirklich. Du Arschloch. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Du blöde Sau. Er will unbedingt nochmal auf die Fresse. Wir prügeln uns hier durch alle durch. Ich hab langsam gar keinen Überblick mehr. Oh shit. Oh shit. Dein Ernst? Dein Ernst? Boom! Hey, hey, lass los! Gut, espera. Ja, basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles las reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es la Schmuggelware? ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? Llevo su celda. Trae a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Wir sehen uns in der nächsten Folge.